An einer Einzelperson hat man auch überlegt, wer ist dieser Ebed, dieser Knecht? Mose? Jeremia? Jesaja selbst? Hat man alles durchprobiert. Der neueste Versuch, neueste in Anführungszeichen, aber für solche Sachen von 1999, auf das, die ganze Mose-Geschichte auf diesem Hintergrund zu lesen. Aber das ist immer bei diesen Versuchen. Das geht am Ende irgendwie nie auf. Man kann das immer so herbeizuzeln und noch den letzten Rest aus der Dose ausstreichen und trotzdem merkt man, ja, und da bleibt es immer dabei. Wie schreibt Reiser hier? Durch mehr oder weniger weit hergeholte Bezüge der einzelnen Aussagen auf die Mose-Biografie macht der Kommentator das Gedicht zu einer fortlaufenden Allegorie, die außer dem Kommentator selbst wohl niemand zu sehen vermag. Ja? Also das ist dieses deutsche Professorenphänomen, man hat mal eine Idee, man beißt sich rein, und da wird, die ganze Wirklichkeit wird darunter durchgebrochen, das ist jetzt ganz egal, es wird durchdekliniert. Jetzt haben wir mal eine Idee und die, da wird jetzt alles mit beglückt. Ja? Es geht nicht auf. Messianische Gestalt. Wie ist das mit dem Messias? Das ist auch noch, darauf will ich noch kurz eingehen, das ist auch sehr interessant, das gibt es. Und zwar kann im vorchristlichen Judentum nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass es einen leidenden Messias gibt. Das ist vielleicht möglich, wenn wir morgen früh noch irgendwas ausgraben und es auswerten, aber im vorchristlichen Judentum kann es nicht sicher nachgewiesen werden, dass es neben ganz, ganz vielen Erwartungen, die sehr unterschiedlich sind, ja, ein unglaublich breites Spektrum, vielleicht auch einen kleinen Strang eines leidenden Messias gibt, aber es gibt dafür bis heute keine Beweise oder keinen Anhaltspunkt. Nachchristlich gibt es innerhalb der sogenannten Judenmission, da gibt es ja Judentum und Christentum, gibt es ganz sehr interessante Gruppen, sogenannte messianische Juden, die darauf hinweisen, das hören natürlich die Offiziellen dann nicht so gerne, dass die christliche Exegese, das Judentum, also im Talmud und in den verschiedenen Aussagen, total beeinflusst hat. Ja? Dass man das aufnimmt. Das ist sehr interessant, also lohnt sich mal, wenn das jemand interessiert, da einen Blick reinzuwerfen. Allerdings, was diese Stelle zieht man bei, aber man baut den Text komplett um in der Übersetzung und streicht alle Leidenspassagen raus. Dann versteht man den Text auch im Judentum messianisch. Aber ohne, also sozusagen das, was vom Knecht gesagt ist, minus Leidenspassagen. Nicht vereinbar, offenbar. Und dann bleibt im Text, dass ja hier etwas geschildert wird, dass es sich ja gar nicht um eine Prophetie handelt. Weil es wird ja ein Faktum geschildert, etwas, das geschehen ist. Es steht ja nicht, in jenen Tagen wird es geschehen, dass der Gerechte oder dass der, der keine schöne Gestalt hat, leiden wird, sondern es ist geschehen. Es gibt seit dem 11. Jahrhundert zum Beispiel, von, wie heißt unserer jetzt hier, muss ich gerade gucken, wo ist er denn? Andreas von St. Victor, ich war jetzt beim Hugo. Andreas von St. Victor sagt zum Beispiel im 11. Jahrhundert, mit diesem Gottesknecht ist eindeutig Israel gemeint. Sehr interessant, also ein christlicher Ausleger. Sieht das definitiv. Das ist sehr charmant, wenn man vor allen Dingen, also jetzt in Anführungszeichen bitte schön charmant, wenn man die Geschichte der Juden dann nachchristlich anschaut. Dann hat natürlich diese Auslegung etwas. Das sind dann die nicht-jüdischen Völker, die irgendwann zur Einsicht kommen, dass sie den Juden durch die ganze Geschichte hindurch Unrecht getan haben. Und dieses Judentum leidet dann für das Heil der Welt und wird zum Lohn dafür von Gott erhöht. Und das ist eine allegorische Deutung, die hat ihre Berechtigung, aber wird wiederum nicht in allen Punkten dem gerecht, was im Text steht. Also Haft, Gericht, Tod und Grab muss man vernachlässigen. Dafür gibt es dann eben keine Erklärung. Und zudem muss man auch nochmal sagen, vorchristlich besteht ja das Exil Babylons in der Strafe für die eigenen Sünden. Und nicht erleidet Israel etwas für andere, ja, sondern es muss ja
Zur eigenen Buße muss es ja nach Babylon, weil es selber die Geschichte mit Gott verbockt hat, ungehorsam war, nicht gehört hat. Das ist sozusagen das Panorama der möglichen Ausland und der offenen Fragen. Das sind ziemlich viele. Und wenn wir nochmal an die Aussage, an die zitierte von Herbert Haag denken, ja sozusagen, das geht immer schnurstracks an Jesus vorbei, fragt Reiser ja zu Recht, ist mit all dem, was wir bis jetzt gesagt haben, die Deutung auf Jesus von Nazareth, Jesaja 52, 53, wirklich ausgeschlossen? Und man kann mit ihm nur betonen, indem er sagt, ganz im Gegenteil. Wenn man den Gottesknecht als eine Symbolgestalt begreift, die der Prophet möglicherweise mit Zügen einer realen Person ausgestattet hat, aber durchaus nicht als Chiffre dieser bestimmten Person verstanden wissen wollte, dann legt sich in der ganzen Geschichte keine Identifikation näher als die mit Christus. Keine. Es gibt nichts, was schlüssiger wäre. Es ist fast ein Wunder, wie sich in Bezug auf ihn eins zum anderen fügt, bis fast alle Elemente des Textes in seiner Gestalt zu einer zusammenkommen. Fangen wir vorne an. Das Aufwachsen aus einem Wurzeltrieb aus einem trockenen Boden. Entweder, es kann die Herkunft Jesu aus sehr einfachen Verhältnissen bezeichnen, oder auf die Geburt aus Maria, die unberührt von einem Mann, wie Theodoret sagt, keinen hochzeitlichen Regen empfangen hatte. Also da ist dieses Bild vom Regen, ja, trockenes Land. Das tat seinen Mund nicht auf, erfüllt sich dann im Schweigen vor Pilatus und Herodes Antipas nach Lukas. Er ließ sich unter die Frevler rechnen, er wird mit zwei Banditen gekreuzigt. Das Eintreten für die Frevler, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst das Rätselhafte bei einem Reichen war er im Tod, erhält dann unversehens einen Sinn, der reiche Josef von Arimathäa, in dessen Gruft Jesus beigesetzt wurde. Ist es verwunderlich, dass man sein Leiden aufgrund dieses Prophetentextes als notwendiges, als in Gottes Plan und Absicht liegendes Leiden begriff, sodass alle Stellen im Neuen Testament, die davon reden, dass er leiden musste, als Verweis auf Jesaja 53 zu verstehen sind? Und alle, die von einem stellvertretenden Tod reden. Wir merken, dass wir hier einen Schlüssel bekommen dafür. Warum ist es die Absicht Gottes, den einen leiden zu lassen? Wir stellen die Fragen oft falsch. Warum ist das Gottes Absicht? Warum muss der denn leiden? Kriegt man das nicht anders hin? Weil einer das Böse, das Faktum ist, auf sich nehmen muss. Wir können uns selber anlügen, ja, das tun wir eh oft genug und sagen, böse, was ist böse? Gibt nicht böse. Das ist alles Auslegungssache. Dann muss aber das Böse, Entschuldigung, eine ungeheure Kraft sein. Wir wollen da jetzt nicht eingehen, aber das Böse ist ein Faktum und ich kann es nicht wegdiskutieren. Der Papst macht im Licht der Welt darauf aufmerksam, noch einmal, was bedeutet das, wenn wir auch in der kirchlichen Moraltheologie inzwischen davon abgesehen haben, oder die letzten 40 Jahre davon abgesehen haben, dass es ein intrinsece malum gibt, also ein in sich Böses. Nee, es gibt immer nur, muss man alles von den Folgen her sehen und sowas. Da fängt das an. Da sind wir mitten in der Pädophilie-Geschichte, mittendrin, dass das so passieren kann. Hängt nur damit zusammen, dass es eben kein Böses, kein absolut Böses mehr gibt. Dass man sich nicht an Kindern vergreift, ganz einfach gesagt. Sondern, ach, das ist ja Spiel, oder können wir jetzt die Odenwaldschule oder was sie auch immer nehmen. Ja, die Kinder haben das ja gar nicht so verstanden oder ist ja irgendwie schön für die Kinder. Ja, so ein Zeug. Die Tage noch, ein ehemaliger belgischer Bischof, ja, der jetzt den zweiten Übergriff an einem Neffen dann zugibt und es auch noch im Fernsehen noch schildert, ja, und sagt, aber das war gar nicht jetzt schlimm. Also es ist da auch zu gar nicht schlimm gekommen. Ja, die Öffentlichkeit sitzt da, kriegt den Mund nicht mehr zu und sagt, wer stellt den Apparat ab oder schaltet diesen Mann aus? Noch besser als den Apparat. Der weiß gar nicht, was er sagt. Ja? Überhaupt, sozusagen, offenbar überhaupt kein Gespür, ja? Überhaupt keine Gewissensregung mehr für das, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Das ist so ein Stück abhanden gekommen. Aber das hat zu tun mit dem, wenn ich das Faktum des Bösen sehe, dass es
jemand aushält. Und das kann natürlich niemand von den vielen sein. Und dass es in der Absicht Gottes liegt, im Plan Gottes, dem Bösen etwas oder jemand entgegenzusetzen, um einen neuen Weg aufzuzeigen. Das ist der Weg von Erhöhen und Verherrlichen, den wir in diesen Tagen so oft hören. Leiden für die vielen. Ich habe das eben schon angedeutet, das kommt im Kelchwort noch einmal vor. Ob die Frage dahinter, ob nicht Jesus selber, das ist zumindest, wäre so ein Horizont, den man bei dem Kelchwort gewinnen will. Wir hören das bei jeder Messe. Bei jeder Messe. Ob nicht Jesus selber an diesen Text, als er das spricht, denkt. Ob nicht Jesus selber dieses Bewusstsein hat. Es gibt dafür keinen direkten Textbeleg. Immer ehrlich bleiben vom Text des Evangeliums her. Ja? Aber ob nicht Jesus selber, wenn er davon spricht, ja, dass das Blut, das für die vielen vergossen wird, ob das nicht ein Denken und ein Leben aus diesem vierten Gottesknechtslied heraus ist. Reiser sagt dann, zur messianischen Weissagung wurde unser Gedicht erst durch den Bezug auf Jesus. Es wird erst zur messianischen Weissagung, indem man plötzlich entdeckt, hier steht ein Text, den man vorher nie schlüssig, wir haben das ja in vielen Dingen versucht, den man nicht schlüssig verstehen konnte. Und hier passt jetzt alles. Hier passt es von Anfang bis zum Ende. Von der Geburt, also einer intakten Mutter, also intakt jetzt wirklich im ganz technischen Sinne, ja, also intacta virgo, sagen wir im Lateinischen, ja, unberührt heißt das, ja. Von dieser intakten Mutter und Jungfrau bis hin zum Grab, das ein Reicher zur Verfügung stellt. Hier passen, bei der Gestalt Jesu, passen alle Elemente dieses Textes zusammen. Und deshalb wird dieser Text eine messianische Weise, er wird zum Grundtext des Christentums. Um die Passion zu verstehen, um Auferstehung zu verstehen. Matthäus zitiert den Text einmal bei einer besessenen Heilung. Er hat die Krankheiten auf sich genommen. Da weiß man auch gar nicht, wie kommt er denn jetzt, ja? Matthäus immer mit seinen Zitaten aus dem Alten Testament, wie kommt er denn jetzt da drauf, ja? Weil Matthäus an dieser Stelle relativ am Anfang des Evangeliums schon das Ganze sieht. Sehr am Anfang, ja, als ersten Schrifttext, denke ich. Das ist ja Karfreitag, ist nur Stille und es kommt ein kurzes Gebet und dann kommt direkt dieser Text. Dann erschließt er uns wirklich alles. Den ganzen Weg Jesu, seine Herkunft, warum er leidet, warum es das Leiden dieses Gerechten geben muss und warum es Gott selber sein muss, der sich in seinem Sohn gibt, um dem Bösen etwas entgegenzusetzen. Ich hoffe zumindest, dass das einigermaßen gelungen ist. Der Papst sagt noch, und das finde ich auch sehr schön, das will ich zum Ende dann, bevor ich mit einem kurzen Text von Nelly Sachs schließe, der Papst zieht noch eine andere Linie. Und das wäre ja auch nicht Josef Ratzinger, wenn er nicht noch eine andere Linie hätte, die er noch aufzeigen kann, sodass das noch runder wird. Er sagt, dass dieser Text im Grunde genommen dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes Evangelium 17. Kapitel, zugrunde liegt und dem, dass Jesus, auch wenn das nicht direkt zitiert wird, so ähnlich wie das eben beim Kelchwort war, dass die Idee des Priestertums Jesu in diesem Text grundgelegt ist. Der Gottesknecht, der die Schuld aller auf sich laden lässt. Der Gottesknecht, der sein Leben als Sühnopfer hingibt. Der die Sünde vieler trägt. Der tut all das im Dienst des hohen Priesters. Und er erfüllt die Figur des Priestertums von innen her. Nicht in einem äußeren Dienst, sondern in ihm laufen alle Stränge des Priestertums zusammen. Er ist, so sagt der Papst, Priester und Opfer zugleich und er wirkt deshalb Versöhnung. Es gibt eine Schrift im Neuen Testament, die ganz sich nur an diesem Thema abarbeitet, der Hebräerbrief, den wir auch deshalb in diesen Tagen in den Kapiteln und in den Lesungen am Karfreitag und am Karsamstag in der Trauermette immer wieder hören. Weil er das beleuchtet. Mit den Kategorien dessen, was früher Tempeldienst war. Und der Papst macht
wenn er in diesem Kapitel vom Ende des Tempels und vom Ende der Opfer schreibt, macht das ganz deutlich, dass hier etwas wirklich Neues geschieht. Die ersten Christen gehen zwar noch in den Tempel, aber nur um zu beten. Sie nehmen nie, kein Wort im Evangelium berichtet davon, dass ein Apostel an einer Opferhandlung teilgenommen hat. Weil sie wissen, es gibt nur einen Hohenpriester und es gibt nur ein Opfer. Und beides ist identisch in der Figur Christi. Christus ist Priester und Opfer zugleich und er wirkt so Versöhnung. Der Papst sagt, die Gottesknechtslieder nehmen damit den ganzen Weg der Vertiefung der Idee des Priestertums und des Kultes auf, wie er seit Ezechiel beschritten worden ist. Grundlegend für das neue Verständnis von Priestertum und Kult, das sich im ganzen Johannesevangelium, besonders im hohenpriesterlichen Gebet darstellt, ist hier dieser Jesaja 53, dieses vierte Gottesknechtslied. Nicht direkt zitiert und dennoch immer wieder erwähnt, wenn wir etwa in der guten Hirtenrede Johannes 10 immer hören, ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist ganz der Duktus vom vierten Gottesknechtslied. Ganz in dieser Spur. Ob wir das Kelchwort nehmen, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet oder Johannes 10, das werden wir am vierten Ostersonntag, werden wir das hören. Ganz von diesem Text des Alten Testamentes her, was man mit dem Fachausdruck Pro-Existenz nennt. Existenz für. Und das, was im Grunde genommen, da rühren wir wieder an die Wurzel dran. Ich will jetzt nicht zum Ende noch ein neues Fass aufmachen. Aber wir müssen ganz von hierher denken, wenn wir jetzt von mir aus auch demnächst in einen Dialog eintreten und über Priester nachdenken, was ist das Wesen des Priestertums und was ist seine Aufgabe und wie soll es gelebt werden. Es ist nur von hierher zu verstehen und zu denken. Ganz pro Existenz. Und wenn ich das nicht von hier denke, sondern immer nur funktional komme, ja, also was ist denn seine Aufgabe und wie lebt er dann? Ach um Gott, dann ist er allein und dann hat er, so, das ist alles, ja, ich will das gar nicht kleinreden, ja, ich erlebe es ja auch selber, aber das ist kein Aufhänger, das ist keine vitale Spur, auf der man das erklären könnte, wie ein Priester leben soll und was ein Priester ist, sondern es ist nur von der Proexistenz Christi hier zu denken, von dem vierten Gottesknechtslied her, von Johannes 17 her, vom guten Hirten her. Nicht umsonst beten wir an diesem, wenn dieses Evangelium gelesen wird, um geistliche Berufe. Das ist sozusagen die vitale Ader, von der wir das hier verstehen müssen. Und wenn ich das in einer Talkshow nicht darstellen kann, da gehe ich nicht hin. Ja? Das ist kein Format. Die große Hirtenrede von Johannes 10 ist kein Format für eine Talkshow, tut mir leid. Das kann ich nicht vielleicht kann es jemand anderer, ja, in 10-Sekunden-Beiträgen sagen. Dann ist es gibt eine alte Entsprechung von Inhalt und Form. Ja? Dann entspricht das eben nicht. Dann müssen wir eine andere Form suchen. Ob dieser jetzt vielleicht beschrittene Dialog eine ist, werden wir sehen. Es ist nur zu hoffen. Lassen Sie mich schließen mit einem weiteren jüdischen Text, der ja ähnlich wie Jesaja, das haben wir eben bei Hilde Domin vielleicht schon gemerkt, jetzt auch unter der Überschrift Jakob, also Israel, nicht direkt, Nelly Sachs hätte auch Christus darüber schreiben können, das tut sie nicht als Jüdin, aber sie schreibt unter dem Thema Israel so, dass wir gar nicht anders können, als an ihn zu denken. Seliger für uns, die in Vergessenheit verkauften, ächzend im Treibeis von Tod und Auferstehung und vom schweren Engel über uns zu Gott verrenkt, wie du. Seliger für uns, die in Vergessenheit verkauften, ächzend im Treibeis von Tod und Auferstehung und vom schweren Engel über uns zu Gott verrenkt, wie du. Danke fürs Zuhören und eine gesegnete Feier der heiligen Tage.